Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Vom Finanzwelt. Ja? Genau, also ich rufe Sie an, weil Sie sich bei uns angemeldet haben über Oil AI. Genau, ich wollte mir das mal angucken. Gibt's da ein Problem? Nein, ich wollte nur fragen, ob Sie jetzt Ihr Handelskonto bei uns eröffnen wollen. Habe ich das nicht schon gemacht? Ich habe mich doch bei Sie angemeldet. Sie haben sich zwar angemeldet, aber das war nur jetzt bei der Werbeadresse so. Wir haben jetzt Ihre Daten einbekommen, wir müssen jetzt noch Ihr Account aktivieren sozusagen. Ach so, ja, ich habe mir das noch nicht großartig angeguckt, muss ich sagen. Aber wir können gerne, wenn Sie helfen können, ist gut, weil ich habe noch nicht gemacht. Ja, sicher. Ja. Also... Aber sagen Sie mir bitte, wie viel Zeit brauche ich, weil habe ich heute noch ein paar Termine. 30 Minuten ungefähr. Das schaffen wir, nein, kein Stress, ist ja eine wichtige Sache. Ob das eine wichtige Sache ist jetzt? Nein, für mich ist wichtig, dass wir ordentlich machen. Muss nicht schnell sein, muss richtig sein, das wollte ich sagen. Okay. Ja. Ja, genau, super, gerne. Ja, also, gut, also Sie wissen, dass der Mindeststartkapital 250 Euro ist, oder? Das habe ich gelesen, aber ich muss sagen, mir kommt sehr wenig vor, wenn man möchte Geld verdienen. Oder ist das den Anmeldegebühren? Nee, damit wird dann schon wirklich direkt gehandelt. Sie können natürlich auch mehr einzahlen. Ich meine, wir haben jetzt auch einen Bonus, wenn Sie da 1000 Euro einzahlen, dann kriegen Sie 100 Dollar draufgezahlt. Das hört sich schon gar nicht schlecht an, aber vielleicht können Sie mir sagen, wie so funktionieren, was so ist die Erwartung von Firma. Und dann können wir ja zusammen überlegen, was ist für mich sehr gut. Okay, ja gut. Sehr ja. Gut. Ja, und zwar Sie kriegen dann einen Finanzberater, auch Broker genannt, bereitgestellt. Ja, der wird sozusagen dann das Geld in Sie investieren. Und da der hat ja langjährige Börsenerfahrung, ist da bestens ausgebildet und macht das sozusagen jeden Tag, ja, arbeitet mit den Zahlen, Statistiken und alles. Das heißt, er kennt sich da bestens aus und der investiert das Geld dann für Sie. Was wir bekommen, ist sozusagen 3,5% von Ihrem Gewinn und ja, der Rest ist dann Ihres. Und Sie können damit durchschnittlich 5% am Tag Gewinn, Rendite rechnen. Am Tag, habe ich gehört, richtig? Genau, ja. Das ist ja gigantisch. Ja, dann machen 250 Euro ja überhaupt keinen Sinn. Und wenn ich habe Sie gerade richtig verstanden, das ist dann, wenn ich Profit mache bei Ihrer Firma, dann davon eine Provision bei Ihrer Firma kommt. Genau. Also ja. Wir kriegen eine Provision, also einen Teil des Gewinns, aber das sind sozusagen 3,5%. Ja, das ist ja bei diesen Zahlen ist das ja nicht schlimm. Ja, genau. Für mich wäre nur wichtig, kann ich für dieses Provision, was ich zahle an Ihre Firma, einmal bei Jahr eine Rechnung bekommen? Das können Sie dann genau den Finanzberater dann fragen. Also weiß ich jetzt selber nicht. Aber das wäre für mich sehr wichtig, weil das zählt ja steuerrechtlich, zählt das als absetzbare Aktion. Und wenn wir sagen mal, da kommen 2.000, 3.000 Euro im Jahr zusammen, kann ich das bei Steuer wegnehmen. Aber brauche ich richtige Rechnung? Genau, ja. Ja, also natürlich, das müssen Sie machen, aber das können Sie dann den Finanzberater fragen, der kennt sich da gut aus, also der sagt Ihnen alles dann, was zu machen ist. Gut, ja. Alles Profi, sehr gut, bin ich bei richtiges Company gekommen? Ja. Sehr schön. So, also ab 1000 gibt eine Bonus, ja? Wie weit geht dieses Bonus? Genau. Gibt es noch andere Stufen? Nein, das ist jetzt sozusagen von dem, was ich weiß, das Maximum gerade. Also mehr als 1000 Euro gleich auf einmal zahlen wir nicht ein, also haben wir nicht als Angebot. Aber hinterher, ja, wenn ich mache und dann sehe ich es wirklich jedes Tag 3, 4, 5 oder mehr Prozent, dann kann ich noch mehr reingeben, oder? Ja, sicher, Sie können jederzeit noch mehr reingeben. Gut, ja. Das ist gut, ich mag Geld. Mhm. Sehr schön. So, was muss ich machen? Brauchen wir also bestimmt Kopie von Passport und alles wegen Daten, wegen Geldwäsche?
Nein, nicht unbedingt. Also Nicht? genauere werden Sie dann, Das ist ja denke ich, dann beim lustig. Finanzberater machen. Nee, also wenn, dann sagt Ihnen genaueres der Finanzberater. Aber ja, ich Nun werde Ihnen gut. dann jetzt dann gleich sozusagen den Zahlungslink per E-Mail senden. Herr Bademann, wie alt sind Sie denn? Das brauche ich nämlich für die Altersprüfung. Ich bin 47. Okay, gut, dann gibt es kein Problem. Gut. Welches Problem? Ja, man musste mindestens 25 sein. Das ist also Altersbeschränkung halt. Ach, tatsächlich, 25? Ja. Wieso ist das denn, wenn ich fragen darf? Ja, sicher. Ja, Altersbeschränkung halt. Man darf im Finanzmarkt nur mit einem Alter von 25 sozusagen anfangen. Ach, das wusste ich nicht. Ist das ein Gesetz oder ist das selber von Firma gekommen? Ja, das ist generell ein Gesetz. Ah, oh, Mazel Tov. Ja, dann ist natürlich gut, dass Sie aufpassen. Haha. Ja, Sehr dann zahlt gut. man halt umsonst ein und dann kann man es gleich ja wieder. Oder man muss halt dann die Eltern fragen, aber ja, das ist natürlich alles umständlich. Nein, also wenn ich brauche einen Brief von Mutti, dann brauche ich auch nicht bei Finanzmarkt kommen. Haha. Genau, Nicht gut. ja. Wie lange dauert, wenn wir heute Geschäfte machen? Bis kann ich anfangen? Ja, wir können gleich anfangen, ja. Nein, ich meine, wenn wir jetzt heute final machen, Deal machen, wann geht los für mich? Ach so, ja, dann kriegen Sie gleich einen Anruf vom Finanzberater und dann sozusagen wird schon das Erstgespräch losgehen. Gut, und wie viel Zeit muss ich mir dafür einplanen? Das ist bestimmt etwas Längeres. Dann würde ich machen um meines freien Tag. Also das erste Gespräch wird gar nicht so lang dauern. Ach so, ich dachte, ist sehr detailintensiv mit dieses und das. Weil Sie ja nicht nur Öl machen, oder? Nicht nur Öl, ja, wir machen da eigentlich so ziemlich alles da. Und das ist gut. Wie ist mit dieser Krypto? Sie auch machen? Tun wir auch, aber damit handeln wir eigentlich nicht so gerne. Aber natürlich, wenn Sie das unbedingt wollen, kann man das trotzdem machen. Nee, ich Weil verlasse da mich sind im auf Moment. Profi, darum komme ich bei einer Firma und mache nicht selber. Ja, genau, das ist eine gute Idee, ja. Das ist gut, weil sonst kann ja nur kaputt gehen. Ist alles schön, sieht gut aus, aber wenn ich nicht weiß, was ich mache, brauche ich zu Ja. Autofahren ja auch einen Führerschein. Ja, genau, ja. Das ist doch das Gleiche. Sehr gut, sehr gut. Aber sag mir, wo sitzt das Firma? In Frankfurt ist unser Ist Hauptsitz. Deutschland, das ist gut. Genau, ja. Das ist wegen Steuer wieder sehr wichtig, weil die machen Probleme bei Sachen, was ist bei nicht Europa drin, also nicht bei EU drinnen. Dann ist immer schwierig. Ja. Wie ist mit Risiko bei Ihrer Firma? Ja, also die meisten bei uns machen Gewinn. Also so 80, 90% machen schon Gewinn bei uns. Ah, so viel? Und dann Ja. gesehen auf eines Monat oder ein Jahr, ein Tag, was ist das Statistik? Die Statistik, wie meinen Sie genau? Ne, Sie sagen 80, 90% machen Gewinn. Aber in welches Zeitraum? Ach so. Gesehen auf Ja. einen Tag, gesehen auf eine Woche, einen Monat, ein Jahr, eine Dekade. Das meine ich. Mein Deutsch ist Ja, nicht ich. das Beste, tut mir sehr leid. Okay, ja, Sie meinen wahrscheinlich, weil irgendwann kann immer natürlich was passieren, wo man dann jetzt zum Beispiel Ja, ja, Verluste macht weißt du, oder. wir sagen ja nicht, ich gewinne 100 Euro und verliere 100 Euro, sondern wir reden ja von Plus, über welchen Zeitraum machen die Leute Ja. statistisch gesehen Gewinn? Ja, ich meine, wenn Sie jetzt länger dabei bleiben, mir wurde jetzt nicht gesagt, genau welchen Zeitraum, einen Tag, Monat oder Jahr, aber so, wenn Sie länger dabei bleiben und sozusagen wirklich dabei bleiben, die Kunden, die machen dann zum Schluss, sind 80, 90% von denen haben dann einen Gewinn, ja. Also ich sage mal all time jetzt. Weil es All kann ja time. vorkommen, manche haben mehr Pech, manche haben weniger Pech, sozusagen, dann ist gleich am Anfang vielleicht ein Verlust da, ja, aber dann über die Zeit, weil Sie ja länger bleiben. Und dann sozusagen doch die ja kompetent sind und dann Gewinn rausschaut irgendwann. Also irgendwann Ja. natürlich funktioniert das was und dann haben die meisten von denen natürlich Gewinn über die Zeit dann. Das ist gut, weil darum macht man das Ganze, ja. Wie ist das mit, wenn ich dann eines Profit gemacht habe, kann man immer eine Auszahlung machen oder gibt es feste Termine?
Nee, man kann jederzeit auf der Webseite dann die Auszahlung machen. Da Gut. können Sie dann noch Ihre bevorzugte Zahlungsmethode oder Einzel- ja, Auszahlungsmethode Ah, aus. das wollte ich nämlich gerade auch noch fragen. Da gibt dann was bestimmt Überweisung, Gutschrift bei Kreditkarten, aber gibt auch Krypto. Krypto, weiß ich jetzt gerade nicht, ehrlich gesagt, aber Weil nicht das gedacht, wäre sowas gibt. ganz gut, weil nehmen wir mal, es klingt ja sehr gut. Sag ich, mache viel. Wir können ja, wir sind ja Businessmen, wir können offen reden, oder? Oder wird aufgezeichnet? Wird schon aufgezeichnet, ja. Ah, gut. Sagen wir, dann sagen wir so, ich schreibe ein Buch und in dieses Buch gibt es einen Mensch, das möchte keine Steuer bezahlen, weil Ja. Finanzamt so dumm und nicht versteht, wie Krypto funktionieren. Wenn dieses Aha. Mann eine Auszahlung in Krypto bekommen kann, muss er kein Steuer zahlen. Was würden Sie zu Ja. dieser Thematik sagen? Ja, das kann man später natürlich noch mehr erzählen davon, aber so selber weiß ich da jetzt nicht viel davon, muss ich ehrlich Ja, sagen, weil ich bin aber ja nur der Vormann sozusagen. ach, der Pförtner, der Pförtner, Der wer? der Pförtner, Portier, Concierge. Boah, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich erkenne Ach mich das Wort so. ehrlich gesagt nicht einmal. Also bei Deutschland sagt man Begrüßungsdame, aber sie sind kein Dame. Aber ich meine dieses ein Ja. Ansprechpartner bei Eingang. Genau. Das ist gut, aber Auszahlung Krypto geht oder geht nicht? Ich habe gerade nachgefragt, also damit Sie mir gleich mal Bescheid zurücksagen. Das wäre klasse. Ich meine, wenn nicht, ist auch kein Weltuntergang. Aber wenn man Geld sparen kann, Mazel Tov, dann sollte man Geld sparen. Ja. Das ist so. Ich meine, welcher Mensch mag nicht gerne Geld haben? Ja, ihr. Stimmt doch, wir brauchen Das ja zum wäre Leben. komisch. Das wäre sehr, sehr komisch. So, jetzt haben wir, heute ist Montag, nicht wahr? Ja, heute ist Montag. Ist schlimm, Ja. wenn man am Wochenende arbeitet, weiß man immer nicht, welches Tag ist, weil man hatte mal einen Mittwoch frei, mal hatte man einen Donnerstag frei, mal Dienstag. Ja, ach so, abends so. Wenn ich jetzt heute, ja, ich bin Uhrmacher, ich muss immer arbeiten, wenn jemand eine Uhr braucht oder die kaputt gegangen ist. Weil solches eines Uhr kostet sehr viel Geld, dann muss man auch bei einem Sonntag Kundendienst machen. Ach so. Ja. Aha, verstehe. Ja, da kann man nicht sagen, Meister, wir haben Wochenende, wir nie wieder kaufen. Ist schwierig, aber man lässt sich ja gut bezahlen, deswegen kann ich diese Investment, ja, auch probieren. Ja, ich So. meine. Ja, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht gebrechen. Ja, ich würde so sagen, 250 wäre echt nicht viel, ja, als Erstinvestition. Also das kann man jederzeit probieren. Natürlich Ja. können Sie dann eben die 1000 Euro auch probieren. Dann geht es natürlich schneller am Anfang mit dem Gewinn. Da kommen Sie Natürlich. natürlich schneller gleich drauf und Sie kriegen den Bonus von uns. Ach ja, stimmt, das war ja auch noch. Ich mag Geld, das ist immer gut. Also wir das dann Ja. machen. Aber wenn mir gefällt und wenn gut funktioniert, dann kann ich noch mehr geben, oder? Ja, sicher, ja. Gut. Und ist schon eine Antwort von dem Broker Ja. angekommen? Ja, sie hat gesagt, ja. Also das ist jetzt nicht der Broker, das ist unsere Abteilungsleiterin Noch sozusagen. Sie hat besser. gesagt, ja, die gibt es Auszahlungsmethode, ja, die gibt es. Das ist gut. Ich muss mal kurz, jetzt klingelt hier auf anderer Leitung die ganze Zeit. Der nervt mich. Einmal einen Moment bitte. So, da bin ich schon wieder. Ich habe jetzt auf nicht stören gestellt. Aha, Die okay, müssen gut. auch mal Super. 2 Minuten warten können, die Menschen. Sind so ungeduldig geworden. Ja, das stimmt, ja, das stimmt. So, ich setze mich mal an meinen Schreibtisch, weil wir müssen jetzt ja sicher noch ein bisschen was zusammen machen. Genau, ja. E-Mail, richtig? So, ja, ich sende Ihnen jetzt mal die E-Mail ab. Oh, welches E-Mail-Adresse hatte ich genommen bei der Anmeldung bei Ihnen? Haube 14888 AOL.com. Oh, da habe ich wieder das muss nur 88 heißen, da habe ich einen Tippfehler gemacht. Aha. Das ist gut, dass ich frage. Ich wollte nämlich gerade bei Gmail gucken.
Und soll ich auch schon bei Online-Banking reingucken? Brauche ich das gleich oder wie machen wir? Das Online-Banking, ja, das brauchen Sie gleich einmal für die Einzahlung, ja. Gut, also dann mache ich das. Online-Banking-Daten wissen. Das ist kein Problem. Ich mache hier TAN und logge mich ein und dann freue ich mich auf eine gediegene, nee, wie sagt man, gedeihende Partnerschaft. Irgendwann genau, kann genau, ich genau. Das mal auswendig, nach 30 Jahren. Schrecklich. Okay, haben Sie, also ich habe gerade mitbekommen, wir haben das mit einem 100-Euro-Bonus nicht mehr, falls das jetzt mit dir für Sie ein Problem ist. Nein, das ist Peanuts. Ich hätte ja auch mehr genommen, aber geht ja nicht. Im Moment nicht, nein. Nein, ich meine mit einbezahlen. Ich hätte ja auch mehr gemacht, aber geht ja nicht. Ja, das machen Sie dann einfach später so. Mach ich. Wir haben da gerade keine andere Möglichkeit. Aber ja, Sie brauchen jetzt nicht direkt ins Online-Banking einsteigen. Ich habe Ihnen jetzt dann einen Link per E-Mail gesendet, wo sozusagen der Zahlungslink dann ist. Da klicken Sie da drauf und dann geht die Zahlung darüber und dann wird das über Online-Banking gemacht, okay? Ich gucke mir das mal eben an. Ist das schon draußen zu mir? Ja, ich habe die E-Mail schon abgesendet. Könnte auch sein, dass sie im Spam-Ordner gelandet ist. Wie heißt das Absender? Also, Gabriel Löwe. Also Löwe, ohne Ö. Nein, das Domain. Bitte? Domain. Domain? Die E-Mail einfach, oder wie? Ja, wie heißt die? Ja, gabriel.l@finanzwelt.pro. Das wollte ich wissen, dankeschön. Ah, ja, die Webseitendomain, ja, okay. Genau, weil hier ist so viel, hier kommt immer das, Eilmeldung. Nein, das ist es nicht. Aber bei Spam ist auch nicht drinnen. Aber sicher dauert einen Moment. Sie haben jetzt schon nicht bei Gmail hinein, oder? Nein, ich bin bei AOL. Okay. Darum habe ich ja extra gefragt, damit ich nicht hier wie ein Ziege dann da stehe. Aha, ja. Das ist gut. Wie lange Sie diese Arbeit schon machen? Ja, jetzt schon 2 Monate. Ah, noch ganz neu dabei und ist gut? Ja, also gut. Ist gut, ja. Sehr schön. Das ist ja. Sag ich mal, ja. Ach, Sie selber auch das Trading machen? Nein. Ich auch selber nicht, nein. Also Sie haben nicht auf Provision, oder wie? Auf Provision, nee, also wir selber sind sozusagen als Mitarbeiter dabei ausgesperrt, bis wir sozusagen eine andere Arbeit haben. Weil sonst würden wir gleich mit der Arbeit aufhören. Ah, ich verstehe, weil man so viel verdient, das sagt, das lohnt sich ja nicht. Ja, genau. Das ist lustig. Aber auch irgendwie gemein. Da weiß man, das ist so ein Goldtopf am Ende vom Ziegenbogen und man darf nicht hingehen. Ja, das muss man halt irgendwie managen. Dann. Und wann? Wie lange muss man arbeiten, bis darf man auch machen? Wie lange man arbeiten muss, damit man es auch macht? Ne, damit sie das auch machen dürfen. Und den großen Goldtopf so. Dran. Boah, das weiß ich nicht. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich auch die Möglichkeit, dass ich eben selber zum Finanzberater Broker aufsteige. Dann kann ich das wahrscheinlich machen, beziehungsweise verdiene ich dann sowieso schon genug Geld, dass ich das selber nicht mehr investieren brauche. Weil dann mache ich ja sozusagen den Gewinn dann von den Leuten, die bei uns einzahlen eben und das investieren. Das geht an den selber, nicht an die Firma. Das ist ein interessantes Konzept. Wir machen ähnlich mit unseren Uhren. An die Firma, also an den Chef, der dann sozusagen dann die ganze Firma ja ausbaut, upgradet, wie auch immer. Ja, einer hat die Verantwortung und der kriegt auch die Kohle, das ist ganz normal. Genau, ja. Wir müssen jetzt nochmal checken, hier ist noch keines Mail gekommen. Welches Adresse Sie nehmen? Taube, wieder Vogel und zweimal die Zahl 8, @aol.com. Nee, also bei mir ist 14888. Ach so, Sie haben gemeint, Sie haben das jetzt falsch eingetragen. Oder? Ja, es muss nur die 88 sein, weil ich habe nebenbei noch 3 andere Sachen gemacht und das andere ist Geburtsdatum von meiner Tochter. 1488, da habe ich einen Fehler gemacht, Entschuldigung, aber gut, dass wir sprechen darüber. Kein Problem, ja, dann sind wir jetzt mal drauf gekommen, ja. So haben wir uns besser kennenlernen. Aber sag mir, wie ist das Name von das Berater?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil der Berater wird Ihnen dann zugewiesen, den Sie bekommen. Ach so. Ja. Also gibt es mehrere. Wie viele Menschen dort Genau. arbeiten? Boah, schon fünf, mehr als fünf, sechs, sieben. Kann ich jetzt nicht genau, Oh, habe ich doch noch ein nicht paar. so genau reingeschaut. Kenne ich noch nicht alle so persönlich so. Ach so, also 7 Berater und dann das andere Menschen oder insgesamt 7? Ja, sieben Berater oder mehr, weiß ich jetzt nicht genau eben. Aber Weh, das sind und viele sonst in Menschen. unserem Raum, in unserem Raum sonst noch, ja, warte, lass mich mal zählen. 1, 2, 3, 4, Hoffentlich fühlen die sich jetzt nicht 20. beobachtet. Nein, 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 nein. Also ist bei Callcenter bei Sie oder wie ist das? Ja, genau, Callcenter haben wir. Klasse. Ist gemütliches Stuhl, gute Headset, weil das ist wichtig für die Gesundheit. Genau, ja. Ja, ich sage mal so, beim Stuhl, ja, nee, der ist eigentlich ganz okay. Das ist Ich meine, gut. natürlich, wenn du lang sitzt, tut es gerne bei jedem Stuhl weh, aber der Stuhl ist ziemlich gut, das ist schon okay so. Und Headset auch ist gut für die Ohren, ja? Geht nicht kaputt. Ja, also da kann ich den schon den ganzen Tag tragen, ohne dass das jetzt zum Schluss tut er vielleicht weh, ja, aber dafür, dass er den Natürlich. ganzen Tag durchhaltet, das ist gut genug, sagen wir. So, die E-Mail ist abgesendet, ja, diesmal mit 1488. Nein, nur mit 8,8. Ohne 14. Ohne die 14, ja, nur das Jahr 88. Da ist mein Tochter Okay. geboren. Okay, gut, noch ein Versuch dann. Alle guten Dinge sind Otter, sagte man doch in Deutschland, oder? Ottere? Otter? Boah, den Ausdruck habe ich noch nicht gehört. Nun Aber alle gut. guten Dinge sind drei. Das kenne Vielleicht heißt es auch so, ich weiß es nicht. ich. So, jetzt aber. Mal gucken, ob gleich kommt. Sie haben Post. Aber Sie sind wahrscheinlich so jung, dass Sie das gar nicht kennen. Ja, okay. Da ist was gekommen. Super, ja. Klasse. Da lässt du mich nicht aufmachen. So. Aber da sind gar keine Bankdaten drinnen. Sie wollte mir Bankdaten schicken. Ach so, nee, also also haben Sie schon auf den Link geklickt? Super. Ja. Genau, dann sind Sie Interagio hat sich geöffnet, ja? Genau. Ja, das so machen wir jetzt über die Webseite, da wird jetzt erstmal eingezahlt auf unser Konto. Also nicht auf unser Konto, aber ja, zu uns, dass Sie das sozusagen auf Ihren Konto dann bekommen. Auf unserem Portal dann. Warum ist das Verstehen Sie? in ein ganz weit entferntes Land? Es ist hier Tallinn. Was ist Tallinn? Ist Estland? Tallinn? Ach so, ja, die Webseite ist eine estländische Webseite. Nee, das möchte ich. Da möchte ich doch gerne richtige Bankdaten haben. Das ist nicht gut für mich. Okay, Einfach eine ja, wir haben. Überweisung zu machen. Das haben wir nicht, müssen wir Ihnen sagen. Nee, Sie werden doch Aber ich eine meine. Bank haben. Wo kann man Geld hinschicken? Wir haben das einmal gehabt mit IBAN und so, aber die haben das dann entfernen lassen. Also wir haben das jetzt nicht mehr mit direkt überweisen. Das ist auch, wissen Sie, wieso wir das machen? Weil wir kriegen dann einen Bonus eben wie bei Interagio auch, wenn wir die Webseite verwenden, also als Partner. Deswegen machen wir das auch so. Ja, Wenn Sie das ist, verstehen. sag ich mal, aus meiner Sicht mir relativ egal. Ich möchte gerne eine Seite haben, wo ich richtig überweisen kann. Wieso ist das für Sie dann nicht richtig überweisen über die Webseite? Nee, wenn das ist irgendwo in Osteuropa, man hört viele schlechte Sachen. Ich meine, sonst könnten wir auch PayPal verwenden, wenn Sie das unbedingt wollen, Ne, wenn wenn das Sie Ihnen lieber PayPal ist. haben, ist PayPal auch geknüpft an ein Bankkonto. Sie müssen doch eine IBAN-Nummer haben, sonst können Sie ja gar kein Business betreiben in Deutschland. Ja, eh, aber die wollen da keine direkte Überweisung haben eben. Wir Wollen die machen mein das eben Geld jetzt nicht über die haben? Website.
Wir wollen das Geld natürlich haben, aber eben, sie wollen auch diese Webseite verwenden und auch andere, weil wir eine Partnerschaft, oder eigentlich haben wir nur mit der jetzt eine Partnerschaft. Das heißt, auch wenn wir jetzt die Verkäufer dieser Webseite verwenden, kriegen wir dann einen Bonus, wenn wir die fünfmal verwenden zum Beispiel. Ja, aber das ist ja nicht mein Interesse als Kunde. Mein Interesse als Kunde ist, dass meine Zahlung sicher ankommt und dafür möchte ich eine nach dem Datenschutzgesetz abgesicherte Banküberweisung machen. Dafür brauche ich bitte eine IBAN-Nummer. Ich kann Ihnen versichern, das kommt sicher ab. Wissen Sie, wenn Sie dann bei der Webseite die Zahlungsmethoden auswählen, da gibt es eben Mastercard, Visa, JCB, Discover und alles Maestro. Das heißt, Sie werden sowieso ganz normal zu Ihrer Bankverbindung weitergeleitet. Das Sie ist dann haben im ja nicht Vertrauen mal, der ich wollte Bank jetzt hinein. gerade gucken, weil man ist ja nach dem Impressumspflicht auch verpflichtet, die Bankdaten auf Internetseite zu schreiben. Auf Ihrer Homepage ist nicht mal ein Impressum, aber Sie sitzen in Deutschland. Das ist schon sehr komisch. Impressum. Ist keines Naja. drauf auf Internetseite. Finanzwelt.pro. Ja. Kein Impressum. Es wird alles gerade seltsam. Ich meine, Impressum. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Ausdruck bedeutet. Können Sie mir In sagen, was das Impressum bedeutet? steht die Handelsregisternummer, die Anschrift der Firma, Kontaktgeschichten etc. pp. Das ist wie Ach so, die Visitenkarte Referenznummer. und das muss man auf Homepage mit drauf haben, aber Sie haben nicht. Auch keine Prüfungsnummer von BaFin bei Ihnen, gar nichts drauf, das ist komisch. Wir haben diese Nummer schon. Ne? Ich kann Ihnen die manuell senden. Ich weiß jetzt nicht, wieso sie nicht auf der Webseite ist, aber ich muss Ihnen auch sagen, die neu erstellte Webseite ist eben relativ neu. Ja, das hat ja damit nichts zu tun. Ohne ein Impressum darf die gar nicht online gehen. Das müssen ja Leute, die bei Business arbeiten, wissen. Aber Sie können mir gerne das BaFin-Lizenz schicken. Dann muss ich das darauf gucken. Da steht nämlich auch Ihre IBAN mit drinnen. Da kann ich eine Überweisung machen. Ha, da haben wir den System ausgetrickst. Das weiß ich jetzt nicht, aber ja. Na doch, Sie mir nur diese Nummer geben, ich bei BaFin reingucken und dann können wir das knacken. ich werde mal da, wo ich arbeite, mal nichts knacken, ja, weil Ne, das das mache ist ich auch ein dann ja. großer Wunsch. Zur Herausgabe dieser Nummer sind Sie ja nach Datenschutzgesetz verpflichtet und mit dieser Nummer kann ich dann Überweisung machen. Ja, Oi aber wei. wie stellen Sie sich das vor? Okay, dann kriegt diese Firma jetzt die Einzahlung von Ihnen per Bank überwiesen einfach. Und was wird sie dann machen, glauben Sie? Also der Chef Verrechnen. sagen oder die? Also Sie meinen, die werden da nichts sagen dagegen und einfach so weitermachen, als wäre das jetzt normal eingezahlt worden oder wie? Die freuen sich, dass sie Geld machen. Ja, natürlich, aber schon jetzt mittlerweile auf Wegen sozusagen, die für uns bevorzugt sind, weil ja, wir haben ja auch Ne, der Kunde ist König, oder nicht? ja, stimmt schon, aber Aber nicht bei Ihnen. Ich merke schon. Das wird interessant. ja, es gab ein paar Komplikationen. Wissen Sie, wir haben auch eine Zeit lang auch nicht mehr PayPal, zumindest für Leute über unter 60 sozusagen bereitgestellt, weil so viele Leute einfach storniert haben zum Beispiel und das alles und das macht einfach massive Probleme. Deswegen haben wir jetzt sozusagen die Wege, die angenehm sind für uns. Ach so, machen Sie das. Ja, weil Leute sind dann hergekommen, haben eingezahlt und dann sofort wollten sie das wieder auszahlen lassen, einfach ohne guten Grund. Aber haben sie sich anders überlegt und dann über PayPal die Stornierungsrichtlinie, da wissen sie, da kann man immer ganz einfach gut gemütlich stornieren über PayPal. Dann haben sie es dann wieder rausholen lassen gleich und das hat einfach immer massive Probleme bei uns gemacht. Ich meine, mittlerweile haben wir es wieder für jeden, dann kommt es nur zu uns, der Pech sozusagen, wenn jemand über PayPal einzahlt. Erstens kriegen wir keinen Bonus, weil es nicht über die Webseite gemacht wurde. Das andere ist, es zählt dann nicht als FTD, falls Sie wissen, was das ist. Nein, was bedeutet? Ja, also wir haben nicht diesen BaFin, wir haben den FCA, also auf der Londoner Börse. Aber Sie haben Sitz in Deutschland, dann müssen Sie eine Nummer bei BaFin haben, wenn Sie in Ich Deutschland habe. Geschäfte machen mit Finanzen. Ehrlich gesagt, wir haben mehrere Standorte, ja. Wir haben nur einen Standort in Deutschland. Ja, aber wenn Sie haben geschäftliche Niederlassung in Deutschland, brauchen Sie Handelsregisternummer und Sie brauchen Lizenznummer von BaFin. Ja, Ja, ist so. nein, aber haben. Dann schicken Sie mir doch bitte mal FCA, Handelsregisternummer von Ihres Firma und das BaFin-Lizenzen.
Das sollte doch für eine seriöse Firma kein Problem sein, oder? Ich meine, Sie haben vorher da ja mal irgendwas über Geldwäsche erzählt, deswegen, ich meine, ich... Ja, ja. Ja, deswegen, ja. Daran scheitert es wieder. Ein bisschen, das kenne ich aber schon. Ich bin da jetzt nur ein bisschen so, wie soll ich sagen, Sprechen Sie ganz offen. Ja, ich suche gerade einfach nur die Worte. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, so dass Mafia. Sie dann jetzt dann wichtig ist auf einmal. Ja, ja, okay, ja, aber... Sie können auch einfach zugeben, dass ich Sie erwischt habe. Ja, mich persönlich ja nicht, ich bin einfach nur ein Arbeiter hier. Ja, aber es ist ja ganz, ganz offensichtlich, mal ganz offen gesprochen, die halbe Stunde ist jetzt voll und da warten noch andere Leute drauf, um mir durch den Kakao gezogen zu werden. Was sie da machen, ist ganz offensichtlich gewerbsmäßiger Betrug. Wieso? Wir haben ja eine FCA-Nummer. Ja, die kannst du mir aber genauso wenig geben wie die Handelsregisternummer oder die BaFin-Lizenz oder die Adresse von der Firma. Die Telefonnummer ist auch falsch. Habe ich nebenbei auch schon mal probiert. Kann man nicht zurückrufen. Ist auch verboten. Welche Nummer meinen Sie? Ne, die, von der du anrufst, Kollege. Da kann man nicht zurückrufen. Und das genau, ist... ja. Wir rufen auch über den Computer an, deswegen. Ja, ich sitze auch am Computer mit Skype. Da kann man auch anrufen. Die Darstellung einer falschen Telefonnummer ist eine Ordnungswidrigkeit in Deutschland. Mag sein, ja. Ja, ist so. Ist alles nicht ganz koscher bei euch? Okay, also wollen Sie bei uns dann noch was machen oder nicht? Ja, ich möchte gerne dieses Lizenz haben zur Dokumentation, bitte. Und in dieses Lizenz muss aber auch Finanzmarkt Pro drinstehen, nicht jetzt irgendein anderer raussuchen, ja? Ja. Ja? Bin ich der erste Kunde, der das fragt? Ja, schon. Meine Güte, sind die Leute wirklich so dumm? Also die anderen Kunden? Ja. Schrecklich. Wie viele Leute fallen am Tag darauf rein, sag mir? Nicht sehr viele, aber ich meine, manche haben ja dann ihr Geld davon, also ich... Ja, komm. Mag sein, dass es vielleicht über Umwegen gemacht wird, aber es ja, über... geht auch zu unserer Sicherheit, weil die Kunden machen teilweise auch massive Probleme auf unserer Seite, einfach wenn ihnen irgendwas nicht gefällt oder sie auf einmal sich das umentscheiden und dann auf einmal entscheiden, ja, sie haben darauf doch keine Lust. Und wissen Sie, das macht ja auch auf unserer Seite massive Probleme. Ja, aber du sagtest doch vorhin, man kann jederzeit auszahlen, dann sollte das ja kein Problem sein, zumal ihr zur Angabe dieser Daten verpflichtet seid, aber du weißt es ja. Wir wollen ja überhaupt, bevor es überhaupt so weit kommt, gleich wieder auszahlen. Lassen, also gleich stornieren überhaupt das Ganze. Ja, hat man ja auch das gute Recht dazu, man hat ja nach dem, aber ihr sitzt ja, wenn ihr in Deutschland seid, dann seid ihr auch nach dem Fernabsatzgesetz haftbar, das heißt 14 Tage nach Vertragsschluss kann man ohne Angaben von Gründen widerrufen. Ja, das funktioniert ja auch, aber... Ach so, eben klang so, als wäre das großes Problem. Ja, ich meine, es ist nervig, sehr nervig von der Firmenseite, sage ich mal. Also Kunden sind nervig, ich weiß. Das ist ein ganz schlimmes Gesindel. Ja. Und sonst so? Ja, nicht. Ich schicke jetzt Ihnen gleich die E-Mail da mit der Prüfnummer und der Webseite. Ne? Und dann bin ich gespannt und dann können wir zusammen fertig machen. Was können wir dann zusammen? Zusammen fertig machen? Ja, ich meine, schauen wir mal. Ne? Das ist gut. Was zahlen die beim Monat? Sag mir, vielleicht habe ich einen besseren Arbeit, weil du bist sehr gut bei Telefon. Wir brauchen Kundenservice für Uhrenfabrik. Kannst du es Homeoffice machen, ganz legal? Ja, ich meine... Klingt 3000 brutto gut? Klingt schon gut, ja. Ja, dann schreib mir, sag mir mal deine E-Mail-Adresse. Weil das ist Verschwendung, was du da machst. Warten Sie kurz, okay? Welche Sprachen kannst du noch? Deutsch und Englisch? Englisch, Russisch etwas, ja. Ah, конечно, sehr gut, sehr gut. Da. Говори по-русски, блядь. Да. Я уже думал, что вы тоже можете... Das ist gut, das ist gut, sehr gut, sehr gut, dreisprachig. Auch ein bisschen Polnisch vielleicht. Nee, das nicht. Na, viele Menschen, was können Polnisch sprechen, können Russisch sprechen. Hat ihr auch eine Firma in Russland drüben?
Nee, aber ich sag mal in der Nähe. Ah, ich verstehe. Import-Export-Businessman. Da. Guter Mann, aber dann können wir doch reden. Da können wir vielleicht einen Deal machen. Mach mal Diktat von E-Mail-Adresse, ich aufschreiben und dann nachher schicken. Ja, wenn Sie irgendwas sagen wollen, also mir antworten wollen, dann einmal auf der E-Mail-Adresse, Nein, die ich Ihnen wenn habe. ich dir ein Business-Angebot schicke für eine Arbeit, kann ich dir nicht bei deiner Jetzt-Arbeit schicken, muss ich an deine E-Mail-Adresse schicken. Oder? Das stimmt, Ja, sag mir. das stimmt schon. Ich schreibe es einfach per E-Mail, okay? Noch eine Aber extra, nicht, okay? dass das Ärger gibt. Ja, ach so, über meine E-Mail, nee. Gibt keinen Ärger. So, ich habe das E-Mail bekommen, dann gucken wir doch gleich mal rein. Ja. Financial Conduct Authority. Jetzt bin ich echt gespannt. So, ich habe jetzt ein Dings gefunden, das heißt aber nicht Finanzmarkt Pro, sondern das angegebene Ding heißt Payments, epayments.com. Ja. Ja, das ist aber nicht das ist aber nicht die Internetseite und auch nicht der Firmenname, mit dem du dich gemeldet hast, Kollege. Ja, wir hatten auch schon mal eine andere Website und einen anderen Ja, Namen. das muss aber auch nach FCA-Richtlinien muss das übereinstimmen. Wie, das, sonst kann ich dir jede E-Mail-Adresse geben. Wie? Sonst kennt sie die Sonst kann ich ja E-Mail-Adresse? jedem Menschen diese Nummer geben. Und wenn ich, Das warte stimmt mal, auch, guck ja. mal, ich gehe jetzt auf epayments.com. Die Seite, was steht drinnen bei dem Register, und da steht, epayments has decided to close the business. Heißt, diese Firma existiert gar nicht mehr. Du gibst mir aber die Handelsregisternummer von einer Firma, die gar nicht existiert. Was ist da los? Ja, Meine Güte. du solltest wissen, wie es im Osten funktioniert, oder? Ich weiß, wie das im Osten funktioniert. Das ist alles ein Riesenbetrug. Das wusste ich von Anfang an. Aber jetzt Aber mal das Geld ernsthaft, funktioniert trotzdem. willst du nicht ernsthafte, legale, seriöse Business machen? Sitzt du wirklich in Deutschland oder bist du in Moskau? Nee, aber in der Nähe, ich sag jetzt nicht. Ja, das ist mir klar, dass du das nicht sagst, aber wäre eine ehrliche, legale Homeoffice-Arbeit für dich interessant? Weil du kannst so gut reden, warum betrügst du damit Leute, anstatt Menschen zu helfen? Das ist eine gute Sache, ja. Nein, mal ohne Scheiß, auch in deinem Land ist es sicher strafbar, was du machst. Warum riskierst du das? Ja, ich sage mal so, ich habe einfach mal eine Arbeit gesucht so und dann bin ich hierher gekommen, sage ich mal. Ja, aber guck mal, Das du sprichst perfekt Deutsch, du kannst zwei Fremdsprachen, du kannst bei Konsulat arbeiten. Arbeitest du bei russischem Konsulat, bei deutschem Konsulat, kannst du Menschen helfen, Dokumente zu übersetzen, Anträge zu stellen. Und stattdessen sitzt du da am Computer und nimmst anderen Leuten das Geld weg und treibst die in den Selbstmord im schlimmsten Fall. Was machst du da? Wieso denken Sie, dass das so extrem ist? Ne, überleg doch mal, jemand verliert sein ganzes Geld. Weißt du, das hört ja nicht auf mit der ersten Einzahlung. Dann kommt, ja, Sie haben jetzt 10.000 Euro gewonnen. Wenn Sie nochmal 10.000 investieren, haben Sie nächste Woche 50.000. Ich kenne die Masche doch. Weißt du, dein Beruf ist es, Leuten Geld wegzunehmen, und mein Beruf ist es, die Leute davor zu beschützen. Ach so? Ja, ich kenne das Wie doch dann? alles. Ich kenne die ganzen Maschen, ich kenne die ganzen Tricks, darum war mir auch von Anfang an klar, mit wem ich rede. Ich wollte nur gerne ein bisschen gucken, was ihr so macht, wie ihr das so macht und dann vielleicht dir auch helfen, eine richtige Arbeit zu bekommen. Ja, ja, interessant, aber ja. Sie wollen da jetzt nicht einzahlen, oder? Natürlich nicht. Ich lasse mir doch nicht mein Geld wegnehmen. Du hast gerade zugegeben, dass du ein Betrüger bist. Warum sollte ich dir Geld geben?
Ja, okay, zugegeben, ich meine, sie haben es maximal herausgefunden, aber ja. Ja, komm, du hast gesagt, du weißt, wie das im Osten läuft und hast zugegeben, dass du da irgendwo sitzt, was du gar nicht sagen Nein, nein, nein. willst. Du hast keine IBAN-Nummer, du hast mir eine Lizenz von einer Tortenfirma gegeben, hast keine Handelsregisternummer und kein Impressum auf der Seite. Also, das ist so, als ob du bei dir in Moskau auf dem Roten Platz mit einer riesengroßen Fahne rumläufst, auf der steht, ich bin ein Betrüger. Was soll ich anderes Ja. sagen? Bezahlt Putin euch gut? Okay, lassen Zahlt wir er das gut? einfach jetzt, okay? Zahlt Nee, Putin gut? wir sind nicht einmal dort in Russland. Nein, aber ihr Also, arbeitet doch für Putin. Ihr beschafft doch Finanzmittel. nee. Na doch, Interpol kommt euch holen. Interpol, wer ist das? Kennen Sie Interpol nicht? Vielleicht müssen wir mal Nein. ukrainische Geheimdienst eure Seite sagen, dass ihr Geld für Putin organisiert. Jagen eure Bude in die Luft. Okay, ja, nee, soweit, nein, das stimmt so nicht ganz, nee. Nein, nein, du Okay. hast es so mehr oder weniger zugegeben. Du bist übrigens die ganze Zeit live auf YouTube und die Leute lachen dich alle aus, weil du dich so dumm anstellst. Nur so nebenbei, blöd. Idee Na, ich nachui. könnte nervös aussprechen. Ja, ich ist noch durch, steht die Tag da. Ich hab dich auch lieb. Hallo, hier ist der Hans. Der Alkohol hat mein Leben ruiniert. Ich bin erst 32 Jahre alt. Oh, das war der falsche Text. Möchten Sie jemanden grüßen? Nee. Warum nicht? Keine Familie, keine Freunde? Sind alle weggegangen. Was machst du denn beruflich? Ja, ich zock alte Leute ab. Aber ist echt eine Schande für die Nation, Alter. Schämst du dich gar nicht, oder was? Boah, wenn du wüsstest, was ich gemacht habe für alle, aber ja, Was hast du gemacht? Du hast ich allen bin das okay. Geld weggenommen, du Hund, du Das wirst du Elender. nicht mal verstehen, Junge. Aber ja, ich versuche nur zu leben hier, weil Ja, du dann weißt geh ja, ich richtig hab, ich schaffe arbeiten. es. Auf der ganzen Welt können Leute richtig arbeiten. Du nimmst anderen Leuten Ja, das habe Geld ich weg, auch die schon. gearbeitet Danke. Ja, haben. du hörst dich auch nicht sehr seriös an. Danke. Wir kriegen euch alle. Ha? Was für ein Schwein, Alter. Was für ein Drecksack, ein hässlicher.